Willkommen zum zweiten Teil des Beginner Guides. Und heute wollte ich euch etwas Generelles über die Map erzählen, über die Summoner Swift. Und fangen wir direkt an. Also, wir sehen eben drei Wege nach oben ein, in die Mitte ein und eben unten ein. Und die werden eben Top Lane, Midlane und Botlane genannt. Und in dem letzten Video zu den Champions schon gesagt habe, spielen eben auf der Top Lane Tanks und Fighters hauptsächlich. Ja, hier sieht man eben den Jungle überall hier zwischen. Fighters, Assassins, Tanks. Auf der Midlane hauptsächlich Mages und Assassins. Und dann gibt es hier einmal eben den Schützen und den Supporter. Und dann seht ihr hier schon erstmal so eine kleinen Soldaten. Das sind die sogenannten Minions. Und die bekämpfen sich eben erstmal so selber. Und ihr könnt die eben auch angreifen. Und wenn ihr einen besiegt, dann bekommt ihr Gold. Deswegen müsst ihr eben versuchen, möglichst viele von diesen Minions zu bekommen. Diese Minions spawnen alle 30 Sekunden. Hier spawnt gerade eine neue Wave. Eine normale Wave besteht aus drei Warrior Minions. Also diese drei hier. Und drei Caster Minions. Also diese drei hier. Und jede dritte Wave enthält noch ein Siege Minion. Das ist dieses hier. Jede dritte Wave spawnt so ein Siege Minion. Und dann seht ihr hier auch schon einen Turm, einen Turret. Und wenn ihr in den so reinlauft, dann schießt er auf euch. Und der macht ziemlich viel Schaden. Wenn allerdings die Minions vorher drinne sind, dann fokussiert er euch nicht. So, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Und deswegen müsst ihr immer achten, außer wenn ihr eben Towerdiven wollt, was eben auch später noch kommt. Aber am Anfang solltet ihr ziemlich safe erstmal spielen und eben ja mehr oder weniger Angst vor dem Turm haben. Jetzt sind die Minions wieder drinne. Die Minions haben auch eine bestimmte Fokusreihenfolge. Und zwar werden zuerst die Supervasallen anvisiert, sobald ein Supervasall im Tower ist. Dann ein Cannon Minion. Zuerst werden die Cannon Minions anvisiert. Sobald ein Cannon Minion im Tower ist, wird das eben in Fokus genommen. Danach die Warrior Minions. Und danach die Caster Minions. Und ihr seht auch hier schon bei dem Turm fünf solche Abschnitte, also das ist seine Lebensanzeige und er besitzt eben fünf Abschnitte. Und wenn ihr einen Lebensabschnitt zerstört, bekommt ihr erstmal Gold und der wird erstmal tankier. Also bekommt mehr Defense und Magic Resist Stats. So, und nach diesem Turm kommt hier noch ein Turm. Wenn wir da einmal Vision drauf geben, hat der immer noch keine Lebensanzeige über sich. Das liegt daran, dass wir diesen Turm nicht angreifen können, bevor wir den besiegt haben. Und so ist das eben auch auf den anderen Lanes. Zuerst den, dann den. Und daraufhin folgt eben noch ein Turm. Und die greifen uns halt, also wir können sie nicht angreifen, aber sie greifen uns eben trotzdem schon an. Und hier ist der dritte Turm mit diesen, ja, das nennt man eben Turret Plating, mit diesen Turmplatten. Ist das nur beim ersten Turm so, bei den folgenden eben nicht. Also hier beim ersten, auf der Toplane beim ersten und auf der Botlane beim ersten. Dann seht ihr hier auch noch so einen Edelstein, der hat auch noch Leben. Und sobald ihr den tot habt, kommen Supervasallen. Also ist Spawn ziemlich
starke Vasallen. Jetzt sind wir beim zweiten Turm und nun können wir auch diesen angreifen. Nun, nachdem wir diesen Turm zerstört haben, können wir den Inhibitor angreifen. Ohne dass man einen von diesen Inhibitoren besiegt hat, kann man diese Türme nicht angreifen. Die können wir jetzt angreifen, weil wir den Inhibitor tot haben oder kaputt haben. Der respawnt nach 5 Minuten und während dieser Zeit bekommen wir Supervasallen auf der Lane, wo wir den Inhibitor zerstört haben. Und hier seht ihr auch schon die Supervasallen. So, nun habe ich einmal alle drei Inhibitoren von der gegnerischen Basis besiegt. Und jetzt können wir auch gleich beobachten, sobald die nächsten Minions spawnen, sind da Minions mit bei, also wieder unsere Supervasallen. Allerdings ist das diesmal so, dass wir zwei haben, weil wir momentan alle drei Inhibitoren tot haben. Und die spawnen eben so lange, bis einer der Inhibitoren wieder aufgebaut wurde. Und dann hört dieser Effekt auf. So, einmal, also hier seht ihr dann die Nexus-Türme noch einmal und hier eben der Nexus. Und um den Nexus zu besiegen, braucht ihr halt mindestens ein Inhibitor tot und die beiden Nexus-Türme, um den Nexus anzugreifen. Wenn wir jetzt auf den Jungle einmal gucken, dann gibt es unterschiedliche Camps. Ich gehe die einmal kurz durch. Das sind die Crux. Die spawnen 4 Sekunden später als diese beiden Camps. Da kommen wir gleich zu. Und wenn ihr den hier besiegt habt, dann werden da zwei kleine draus. Und bei dem hier werden zwei kleine zu denen hier. Also, ja. Hier haben wir eben zwei kleine und zwei, wie wir vorher hatten. Die können wir jetzt auch einmal wegmachen. Und aus dem werden wieder kleine. Das ist im Prinzip ein Spezialeffekt dieses Camps. Das ist bei den anderen nicht so. Hier haben wir einen, den sogenannten roten Dornrücken. Oder auch Red Buff genannt. Und wenn wir den besiegt haben, bekommen wir einen Buff. Und dieser Buff besagt uns, dass wir, falls wir uns aus dem Kampf aufhalten, eine deutlich erhöhte Lebensregeneration haben. So, und da seht ihr schon, dass wir 53 Lebensregeneration haben, was extrem viel ist. Ja, das sei erstmal dahin gesagt, das ist extrem viel. Dann haben wir hier die Raptors, die Greifvögel, und die sind halt, ja, die können auch ordentlich Damage machen. Und das liegt eben daran, weil eben hier so viele auf einen direkt einhacken im Prinzip. Und genau. Die respawnen halt eben nach 50 Sekunden, diese Camps. Und die großen nach 5 Minuten, was ihr auch hier sehen könnt. Die beiden Camps sind eure und die beiden die gegnerischen. Denn einmal zu den Wolves, das sind eben drei. Und dann haben wir hier wieder so einen Buff. Und sobald wir den besiegt haben, bekommen wir den Blue Buff. Also, ja, seht ihr auch hier als Kreis rum. Einmal haben wir den roten, einmal den blauen. Der rote gibt uns eben, dass wir zum einen Leben zusätzlich, Lebensregeneration außerhalb des Kampfes bekommen. Und dass unsere Angriffe so einen Brenneffekt verursachen. Seht ihr auch, dass der so brennt und dann 38. Und das ist eine weiße Zahl und das bedeutet, dass das True Damage ist. Also dass Armor und Magic Resist werde nicht mit einbezogen werden. Genau, dann seht ihr hier schon einmal den Gromp.
der respawnt ebenfalls nach 50 Sekunden. Und dann haben wir hier noch einmal die Scuttler, die Kluftkrabbler. Und bei denen gibt es auch so eine Besonderheit. Also die krabbeln die ganze Zeit vor sich hin, während die anderen Camps stehen und euch verfolgen, wenn ihr sie angreift. Krabbeln die hier die ganze Zeit vor sich hin. Und bei denen ist das so, wenn ihr sie stunt oder rootet, dann sinken ihre Armor-Werte und sie erhalten deutlich mehr Damage. Jetzt schauen wir da einmal so rauf. 472. Und jetzt lassen wir ihn einmal kurz regenerieren. Okay. Auf jeden Fall, da habt ihr ja gesehen, dass das 560 Damage gemacht hat, also mein Auto-Attack. Und ja, zum einen sinken seine Armor-Werte eben, wenn er gestunt ist oder gewootet ist. Und zum anderen bekommt ihr hier so einen Kreis für eine gewisse Zeit, der euch eben Vision gibt, also Sicht gibt. Wenn ich hier einmal weggehe, sehen wir immer noch hier einen Bereich, der erleuchtet ist. Und falls hier Gegner durchrennen, können wir sie einmal hier sehen und einmal eben auf der Minimap. Und zusätzlich, wenn ihr durch diesen Kreis geht, bekommt ihr Bonus Movement Speed. So, und diese Camps, die wir alle hier hatten, gibt es einmal gespiegelt auf der gegenüberliegenden Seite. Also Gromp, Blue Buff, die Wolves, die Raptors, den Red Buff und eben auch die Crux. Es gibt auch noch den Drachen. Und der Drache, der spawnt bei Minute 10. Also vorher wird schon ein Element bestimmt. Das hier ist gerade Winddrache. Und jedes Element bringt unterschiedliche Buffs. Während der Red Buff und der Blue Buff für eine bestimmte Zeit hält und auch der Scuttler jetzt gerade wieder ausgelaufen ist, hält dieser Buff unendlich. Und zwar gibt es einmal den Winddrachen, der gibt euch passiv Bonus Movement Speed, was außerhalb des Kampfes nochmal zusätzlich erhöht wird. Dann gibt es noch den Infernal Drake, den Höllendrachen, der gibt euch Bonus AD und Bonus AP. Der Ozeandrachen, der gibt euch zusätzliche Lebensregeneration und Mana-Regeneration außerhalb des Kampfes. Und zum Schluss gibt es noch einmal den Mountain Drake. Und der gibt euch zusätzlichen Schaden an Objectives. Objectives sind der Drache, ja, hier kommen wir gleich noch zu, und eben auch die ganzen Türme sowie Inhibitoren und den Nexus selber. Und diese Drachen, die können sich steigern, also die Elemente sind zufällig ausgewählt und maximal 3 verschiedene Elemente pro Spiel gibt es. Und die sind eben bis zu 3-mal kumulativ. Das bedeutet, sie können 3-mal angesammelt werden und erhöhen sich immer mit der Zeit. Also bei einem Winddrachen kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Nach einem Winddrachen habt ihr 3% Movement Speed, nach 2 4,5 und nach 3 6% Movement Speed. Hier könnt ihr auch lesen, der Infernal Drake gibt uns 10% Attack Damage und Ability Power Bonus, beim zweiten 17% und beim dritten 24%. Der Mountain Drake 16%, 23% und 30%. Und der Ozeandrachen gibt uns 6, 9 und 12% des Missing Health und Mana alle 5 Sekunden, wenn wir eben nicht von Champions verletzt wurden. Und diese Dracheneffekte halten permanent. Und ihr seht eben hier schon den nächsten Drachen, das ist jetzt der Mountain Drake, der spawnt in 5 Minuten. Also der erste spawnt nach 10 Minuten und die darauffolgenden alle 5 Minuten. Um ihn einmal noch kurz mitzubekommen,
Das ist der Rift Herald. Der Rift Herald, der, sobald ihr ihn angreift, macht er eine Rahmenattacke. Er hat ein Auge auf dem Rücken. Wenn ihr das angreift, macht er ziemlich viel Schaden. Und das geht schneller auf. Also das öffnet sich wieder, wenn ihr ihn möglichst oft attackt. Sobald ihr ihn besiegt habt, also ihr könnt auch, er hat drei starke Attacken, wenn er einmal angegriffen wird, wenn er unter 66% fällt und wenn er unter 33% fällt, sonst hat er immer dieselben Attacken. Und sobald sich das Auge öffnet, könnt ihr auf die Rückseite gehen und das angreifen. Sobald ihr ihn besiegt habt, ist eben hier so ein Auge. Und wenn ihr das einsammelt, dann bekommt ihr Eye of the Herald. Und also das ersetzt erstmal eure Wards. Das bringt euch einen kleinen Zusatzbuff, dass ihr innerhalb von 4 Sekunden zurück teleportiert. Und ihr könnt den auch setzen. Und wenn ihr ihn setzt, macht er einen Rammangriff auf Inhibitoren und Türmen, der sehr viel Schaden macht. Also wir haben ihn eingesammelt und können ihn jetzt selber beschwören. Und der greift eben auch weiter an. Ihr seht schon, das Auge hat sich wieder geöffnet. Jetzt können die gegnerischen Champions kommen und ihn von hinten angreifen, um eben auch sehr viel Schaden anzurichten. Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, ist hier ein komisches Viech gespawnt. Das ist der sogenannte Baron Nashor oder Baron Nashor. Und ja, das ist im Prinzip das stärkste Viech so in der Rift und spawnt bei Minute 20. Das hat unterschiedliche Angriffe. Einmal immer so eine, ja, normalen Angriffe, greift euch die ganze Zeit so an, und dennoch bestimmte Initial Moves. Zum Beispiel der. Davon wurde ich gerade abgenockt. Und dann gibt es noch andere. Einmal den hier. Und dann gibt es noch einen dritten. Das ist der hier. Und wenn ihr auf der Rückseite des Barons steht, bekommt ihr mehr Schaden, als wenn ihr auf der Vorderseite steht. Außerdem hat er eben noch diese zusätzliche Attacke, die ihr gerade gesehen habt. Diese Stachel, die euch zusätzlich noch betäuben. Und wenn ihr den erledigt habt, dann bekommt ihr den sogenannten Baron Buff. Erstmal bekommen alle Spieler aus seinem Team 300 Gold. Und alle, die am Leben sind, erhalten für 2 Minuten den Hand of Baron Buff. Ihr habt wieder diesen Empowered Backcall, dass ihr innerhalb von 4 Sekunden statt 8 Sekunden zurück teleportiert. Und auch das, falls Minions spawnen und ihr in der Nähe steht, die größer werden, schneller werden und eben auch deutlich mehr Schaden machen. Zusätzlich bekommt das Siege Minion noch einen Buff, dass das eine unglaublich weite Angriffsrange hat, also eine Angriffsreichweite. Und ihr selber bekommt auch noch zusätzliche AD und AP Stats, also ihr macht zusätzlichen Schaden. Und nach 35 Minuten erscheint hier noch der Elder Drake. Der Elder Drake ist ein anderer Drache. Ab der 35. Minute so lange, also es kann eben noch ein Elementardrache bestehen, falls er die ganze Zeit nicht gemacht wurde. Aber nach der 35. Minute, falls da kein Elementardrache mehr ist, kann auch kein Elementardrache mehr spawnen, sondern der Elder Drake, also der älteste Drache. Und dieser Drache gibt euch ähnlich wie der Baron Buff einen, ja, zeitweise Buff, also einen Buff, der eben auch abklingt, wie ihr hier seht, nach 2 Minuten 30. Und wenn ihr einen Elderdrachen besiegt, bekommt ihr eben diese Werte, die ihr eben schon habt, multipliziert und außerdem
bekommt ihr noch einen zusätzlichen Damage Buff. Also einen zusätzlichen Burn-Effekt noch einmal. Dazu spule ich das Ganze einmal vor. Ja, der Baron ist jetzt auch wieder gespawnt, also der Spawn, der respawnt eben auch. Das zeige ich euch noch einmal kurz am Timer. Alle 6 Minuten. Und hier seht ihr eben auch schon das Symbol des ältesten Drachen. Und hier seht ihr eben den ältesten Drachen. Der ist deutlich stärker als die anderen. Wenn ihr den gemacht habt, bekommt ihr eben auch nochmal einen gewissen Betrag an Gold und bekommt für 2 Minuten 30 Mark of the Elder Dragon, also diesen Buff. Und ihr verursacht eben einen Burn-Effekt an, ja, allen, was keine Türme sind. Seht ihr auch, die werden aufgedeckt. Also dieses Zeichen bedeutet immer, dass die aufgedeckt werden. Ich warte noch einmal kurz. Also wenn die außerhalb meiner Vision sind, kann ich die trotzdem noch sehen. Und eben diesen Burn-Effekt, der auch wieder True Damage macht. Ja, dieser Effekt, der stackt halt auch, umso mehr Elementardrachen ihr habt. Und die Drachenmark selber auch nochmal um 50%. Das war es soweit zu der Summoner Swift. Bald kommen noch Videos zu den Items, wann ihr was baut. Denn nochmal zu den einzelnen Kategorien, Aufgaben, um euch schon mal einen kleinen Einblick zu gewähren. Ihr könnt sonst auch andere Ideen, Vorschläge äußern, womit ich vielleicht als erstes weitermachen sollte, was euch besonders interessieren würde. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.